Wir wollen in Pattensen die Digitalisierung voranbringen. Wenn wir nicht für die digitale Qualität sorgen, dann werden unsere Schülerinnen und Schüler abgehängt und auch unsere Verwaltung wird sich nicht ändern können. Dafür brauchen wir unsere personellen und finanziellen Mittel. Wir stellen uns gegen die weitere Zersiedelung von Landschaften und setzen uns für die nachhaltige Entwicklung von neuem Wohnraum ein. Wir bevorzugen die Innenverdichtung von bestehenden Ortslagen vor der Ausweisung von neuen Baugebieten. Neue Baugebiete sollen in Pattensen nur entwickelt werden, wenn sich daraus Vorteile für alle Pattensener Bürger und Bürgerinnen ergeben. Wir sind für sozialen Wohnungsbau und ich möchte mich persönlich dafür einsetzen, dass im Bauprogramm mehr Sozialwohnungen entstehen, weil in Pattensen und Umgebung sehr wenig Wohnungen gebaut werden.